There's something here. Oh ja, da ist sogar was. Jetzt kommen bestimmt die Gegner wieder. Oder auch nicht. 15 Runden habe ich noch. Nein. Ah! Ich hab wirklich einen Schreck bekommen. Warum darfst du zuerst angreifen? Bitch! Okay. I feel stronger. Ich kann natürlich chemische Rüstung auch ein bisschen machen. Blöde Bitch. Ah, ist ganz schön heftig. Ist ganz schön heftig, was hier alles passiert. Ist ganz schön heftig. Deshalb. Blöde Verfehlung. Blöde. Nein, nein, ich hab mit dem falschen. Ja, das schaffen wir. Gate haut zu. Du solltest eigentlich das hier machen. Finde ich toll, wie Mofo immer noch so ein bisschen noch labert. Wayne, triff. Guck mal, immer dieses bisschen noch. Oh, dann wird sie natürlich getroffen. Wayne braucht die Erfahrung. Wayne. Ja, Mofo als letztes. Guckt die anderen so an, so teil, so im Kopf schütteln. Oh mein Gott, wie peinlich, Leute. Fing! Es ist aber auch peinlich. So, wie sieht's aus mit den Level? Na. I don't think so. Oh, da liegt jemand. Was hast du? Warte mal, hat er ein Getränk? Hat er sich vergiftet? Oder Sexspiel gone wrong? Achso, ich hab silberne Schlüssel bekommen. Die Nacht bricht da rein. Sollte uns das interessieren? Ich benutze hier mal ein Meisterteil. Da muss ich mich darum nicht so kümmern. Ich sehe euch doch schon. Wenn ich jetzt einen nach vorne gehe, wieso kann ich nicht... Ja, ich weiß. What the fuck? Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Dann, oh mein Gott. Okay. Wayne, du machst jetzt was. Und zwar, du schützt uns vor Betäubung. Und Gate, du... Oh mein Gott. Das habe ich jetzt... Woher die kam? Keine Ahnung. Bitches. Du gibst uns alle allen Macht. Fuck. Hast du nicht irgendeinen Zauber auf alle? Ich meine, ich könnte Zeittas, aber es geht, glaube ich, nur auf einen. Die anvisierten Feinde. Ja, wäre scheiße übersetzt, glaube ich, einfach nur. Ich habe sonst nichts. Das heißt, du wirst ihn mal ein bisschen schwächen. Und du schützt uns. Und du jetzt... Ich weiß nicht, um wen wir uns zuerst kümmern sollen. Zuerst um die hier. Eieiei. Eieiei. Ja. Oh, yes. Das war... Eieiei. Heil dich mal selbst. Warum zauber ich Heilung, wenn er sich selbst heilt? Oh mein Gott, war das dumm. Ah. Egal. Fehlt natürlich. Blöden
Säue! Okay. Da haben wir den einen jetzt. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ach so, er macht sich super stark. Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Ich weiß, was ihr tut. So, schaffst du es so? Oh mein Gott, Wayne. Nein, Gate. Ihr seid beide so schlecht. Ich kann euch auch abfackeln, wenn ihr nicht die Fresse haltet. Oh mein Gott. Okay, du zauberst jetzt Regeneration, damit du uns schützen kannst. So, Wayne, dann mach's halt so. Mann, immer dieses Verfehlen bei einem fucking Zauberer. Ich weiß, es ist ein skrupelloser Elite-Zauberer. Aber trotzdem. Oh mein Gott. Nein. Ich hab nicht genug. Oh nein. Wayne, du darfst. Nein, du musst so angreifen. Das ist wichtig. Du darfst. Gate, du darfst die Rüstung benutzen. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, alle sind betäubt. Heftig. Wie soll man das schaffen sonst? Ach so, nee, du bist ja nicht betäubt. Du hast ja... I hate you! Rainy muss sich ein bisschen heilen. Aber wenigstens trifft Gate hier. So, und jetzt... And stay down, ja. Oh, fuck! 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 Gate, es tut mir leid, aber... du heilst jetzt alle. Auf alle. Oh meine Fresse. Du bist nicht mehr betäubt. Das ist schön. Ah, warum mache ich das jetzt? Das ist ja voll heftig hier. Du wirst ihn jetzt mal Giftheilung, ja? Auch wenn er bestimmt gleich wieder vergiftet wird. Und. Take cover. Ja, ja, Elite-Räuber. Jetzt seid ihr dran. Er wird mich jetzt nicht schützen und wir machen euch fertig. Ja, ja, tritt uns. Tritt uns. Es ist Rainy total egal. Rainy macht dich fertig. Okay. Ja, dass ich das mal sage, dass Rainy gerade besser ist. Boah. Aber wisst ihr, was geil ist, dass die Musik aufhört? Das kam noch nicht mal viel Erfahrung. Guckt mal, es dauert noch voll. Heieieiei. Was für eine heftige Scheiße das war. So, wir dürfen beide einmal trinken. Wayne auch. Ja, Bronzeschlüssel war da drin. Schön. Einmal durch den ganzen Scheiß hier weg. Oh, Leute, Leute. Was haben wir hier? Ein Lehrlingsstab. Ja, aber der ist nicht mehr verzaubert. Der kann gar nicht gut sein. Natürlich kann er gut sein, du Arschloch. Oh, guck mal. Besser als der Yumi. Das ist eine ganz normale Armbrust und besser als der Yumi. Das ist traurig. Was ist denn so gut an den Bögen dann. Ah, man findet bestimmt nachher einen super Bogen oder so. So. So kann man natürlich auch die Sachen loswerden. Ah, da unten war ich noch nicht. Oder? Nee, da ging es gar nicht weiter. Hier war ich noch nicht. Jetzt die Frage.
Wo lang? Erstmal, ich habe zwei Schlüssel, also habe ich beides. Immer speichere ich. Huiuiuiui. Was? Seehafen betreten? Warte mal. Hä? Gehört das zu der Geschichte oder? Wir probieren es einfach mal. Weil wenn es bedeutet, ich komme leicht wieder weiter. Also ich kann mich ausruhen und alles. Praktisch. Das ist sehr praktisch, weil ich glaube, wir werden nämlich gleich müde. Das Dumme ist natürlich jetzt, dass ich eine Schriftrolle aufgebraucht habe. Orks feast and sing every night. Das wird mich auch irgendwann ankotzen, wenn ihr die ganze Zeit nur feiert. Aber okay. Gut, ich werde alles hochleveln und verkaufen und so. Na dann haben wir einfach mal einen Eingang gefunden, den jeder jederzeit benutzen könnte. Das ist immer typisch bei Rollenspielen, ne? Bis dann. Kleine Zwischenmeldung, bevor ich schlafen gehe. Oh, es wird schon hell. Damn it. Ah ne, 23 Uhr. Warum sieht es dann so hell aus? Ist der Mond? Der Mond ist aufgegangen. Die herrlichen Sterne sind so hell. So, ich habe was getan. Nämlich, ich habe mir gedacht, ich werde ihm hier einfach den Meister geben in Speer. 50% Rüstungswert wird ignoriert. Er ist der reinste jetzt Angreifer. Er ist wirklich um einige stärker als Vania. Aber Vania ist ja auch was anderes gerade. Ich weiß nicht was, aber Vania ist was. So, und dann habe ich ihm jetzt endlich einen Streitkolben einfach gekauft. Der ist super schlecht, richtig schlecht, aber scheiß drauf. Ich wollte unbedingt das Schild ihm ausgeben. Hier, ich gebe dir ein Schild aus. Und damit ist er jetzt richtig gut in der Rundabwehr, weil er nicht ausweicht. Aber das ist in Ordnung. Jetzt kann nämlich dieses Schild die Erfahrung bekommen, die wir gleich bekommen. Ich hoffe, das sind richtig viele. Ich glaube nicht. Ach, halt die Fresse. Bei den anderen weiß ich noch nicht genau, was ich mache. Sagt die ganze Wahrheit oder sagt die Wahrheit weitgehend, also Lügen? Ihr sagt, dort hart handeln nur deswegen zu verstören, weil er versucht, das Versteck der Banditen auswendig zu machen? Ich spüre keine Lügen in euren Ausführungen. Vielleicht habe ich mich in Bezug auf hart geirrt. Du spürst keine Lügen? Okay. Ach, stimmt. Er hat gelogen. Was? Eine Belohnung? Wann habe ich es von der Belohnung gesagt? Eure Taten haben euch Elath gefallen. Das sollte Belohnung genug für euer Ausgleichen sein. Es geht mir in die Augen, bevor ich eine Untersuchung gegen euch einleite. Wow. Ah, Ancestors will be proud. 500 Erfahrung. Okay, das war in Ordnung. Schön. Das bedeutet, er hat auch 500 bekommen, aber leider die immer noch nicht, weil ich ein Idiot war. Meine Fresse. Mann, das regt mich voll auf, dass ich so dumm war. Sonst hätte ich jetzt ja auch schon längst aufgelevelt. Aber der levelt gleich auf. Ich bin gespannt, was es gibt. Das war das. Ansonsten gab es nicht viel. Ich habe noch keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu tun. Und wir kümmern uns dann einfach weiterhin. Weil es ist linear. Ich weiß sonst nicht. Ich könnte noch weiterlaufen. Ich denke mal, danach laufen wir rüber und machen diese Piraten-Dingens. Irgendwie. Begebt euch zur Klippe, genau. Waffenstillstand mit Piraten ist auch noch was. Und findet den Meteor in der trostlosen Wildnis. Warte mal, da waren wir doch schon. Trostlose Wildnis ist ganz in der Nähe. Da haben wir keinen gefunden, keinen Meteor. Ein Meteor auf die trostlose Wildnis ist abgestürzt. Irnul, die elfische Schmiedin von Seehafen, glaubt, dass er Sternsilber enthält. Waren wir da nicht schon? Westküste. Das dauert noch ein bisschen. Das ist aber auch in Ordnung. Erfahrung plus. Dann die 10% sind aber auch nicht so viel. Also, wenn ich einen finde, einen Mietling, der Geheimnisse aufdeckt, dann werde ich ihn wohl auf. Also, ne? Okay. Und Windschwert. Also der Rest ist das. Okay. Finde das Geheimversteck der Abwrackerkults. Vielleicht finde ich es ja noch immer. Aber wir sind ganz schön gut dabei. Bis gleich, wenn wir wieder zurück in der verschollenen Stadt sind.
die nicht wirklich verschollen ist, weil sie in der Müllhalde liegt. Na dann. Morgen. Ich bin hier weitergelaufen und dann habe ich gemerkt, also da werde ich angegriffen. Ich habe es gesehen und dann habe ich vergessen, dass ich aber keine Magie mehr hatte und bin ich zurückgelaufen und jetzt weiß ich, dass ich angegriffen werde, also kann ich mich auch eigentlich gleich mal ein bisschen schützen. Yes, I feel strong. Great. Enemies to kill. Great. So great finde ich das nun nicht. They're attacking from the side. Great. Now they're shooting at us. Jo. Attacking from the side. Now they're shooting at us. Irgendjemand muss ja was machen. Mal gucken, wie gut die Einzelnen sind. Aber ich habe wenigstens ein bisschen Widerstand, also ist es in Ordnung. Und er wird hier alle abfackeln. Wie kann man sowas verfehlen? Das ist direkt vor mir. I'll kill you. Nochmal. Weil eigentlich solltest du schon tot sein. Zu der gehe ich dann gleich nach vorne. Erstmal. So. So. Das kann nicht euer Ernst sein. Hä? Wieso wurde es aktualisiert jetzt? Ich habe sie noch gar nicht... Sie ist doch noch gar nicht tot. Aber gleich. Wenn ich nicht immer verfehle. Yay! Blöde Dinger. Dann muss ich wieder alles trinken und so. Gut, ein Hinterhalt. War sehr einfallsreich. Und, was haben wir hier? Gigantischer Mana-Trank. Gewaltiger Mana-Trank. Ich habe die Klarheitstränke. Da muss ich dran denken, dass ich das habe jetzt. Nur kuriert Verwirrung nach dem Verzehr und kuriert Schwäche. Ja, einige kann man ja einfach nicht machen. Aber gute Erfahrung gesammelt. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Aber lass uns mal... Was? Ah ja, und natürlich weiterhin diese Schriftrollen. Soll ich erstmal die hier benutzen und dann die anderen? Yes, I feel strong. Habe ich wenigstens Platz frei. Ah! Ich erschreckt mich immer so. Das ist so wie bei so 3D-Rollenspielen, wenn die Kamera schlecht. Vielleicht kennen das einige von euch noch aus PlayStation 2. Wenn die Kamera dann so dreht und plötzlich steht da ein Gegner und dann. Ah! Das sind gute Jumpscares. Sie sind nicht mal so bedacht, aber. Ist halt, oh mein Gott, was ist das? Ein Ghast. Ja, hier, Ghast. Könnt ihr gleich stehen bleiben. Auf euch habe ich überhaupt keinen Bock. Dann mache ich jetzt erstmal, solange ich mich darum kümmern kann. Lange kann ich das nicht, aber so kann ich wenigstens ein bisschen. Warum nicht? Lol. Ja, da wäre eine super Armbrust ganz gut, nicht wahr? Oh Mann. Ich bin immer noch sauer auf mich selbst, dass ich so einen Fehler gemacht habe. So, nochmal. Ja, komm, einmal gefriere ich den Boden nochmal. Bis es nicht mehr geht und sie nach vorne kommen. Und ich zwei Ghasts auf einmal umbringen muss. Aber ich habe noch genug. Mein Gott, haben die viel Energie. Heftig. Okay, und das war's. Und los geht's. Na, was habt ihr denn so? Ihr habt Untot und rachsüchtig und erzürnt. Oh oh. Sie werden richtig stark, wenn sie... Oh, das ist natürlich doof. Wenn sie unter 50 gehen. Das heißt, ich sollte einen erstmal nur umbringen. Und ich verfehle. What the fuck? Er ist tot. Er kann nur durch mächtige Lichtmagie wiederbelebt werden. Okay. What? Am Anfang, als ich reingegangen bin, hieß es... Oh, this is easy. Das ist nicht easy. Das ist super heftig gerade. Oh, jetzt muss ich hier eine meiner Wiederbelebungsteile
Ja, dann trinkst du jetzt was. Du hast noch einen. Ja, hier trinken großen. Seid ihr bescheuert gerade? So, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich muss jetzt so gut wie es geht den in der Mitte, einen davon umbringen. Okay, das schaffst du. Sehr schön. Kehre zu Yassad zurück. Ich probiere es. Es ist mir sehr... Das mache ich nachdem hier alles. Minotauren-Fäustlinge, das ist auch neu. Ich habe 30 verschiedene Gegner schon umgebracht. Verfehlt, sehr schön. Das heißt, ich habe die himmlische Rüstung noch. Oder? Glaub schon. Wann war das? Ich weiß es nicht. Ich mache ihn einfach ein bisschen schwächer. Okay, hat sich erledigt. Hui. Alle trinken. Das Trinken so wichtig ist. Also, ich weiß, Trinken ist wichtig. Ich meine jetzt nur... Oh, Ghasts mag ich jetzt überhaupt nicht. Da gehe ich jetzt erstmal hier hin und öffne die Tür. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel. Ich habe 2 fucking Schlüssel. Was ist das? Eine Spinne? Nee. Ich habe 2 Schlüssel. Wie kann ich nicht den richtigen Schlüssel haben? Oh, jetzt ist das wieder aus. In der Anleitung stand, es ist immer auf der gleichen Ebene. Da oben. Okay, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Da oben ist noch eine Tür. What the fuck? Ich habe mich schon gewundert, warum die Tür zu ist. Ah, meine Fresse. Ich brauche echt mehr als 4 Leute für sowas. Nein, ich habe vergessen, dass die... Himmlische Rüstung, betäubende Schläge, ja, machen wir nochmal lieber himmlische Rüstung. Weil die anderen jetzt auch nochmal angreifen und ziemlich heftig. Oh Mann, du kannst es nicht, darfst es nicht abwehren. Das kann nicht wahr sein. Bam. Na, wenigstens gut verfehlt. Okay. Oh Wayne, ich brauche dich gerade ein bisschen. Hört sich so seltsam an, immer noch. Oh, Wayne. Dann machen wir ihn schwächer. Jetzt treffen sie natürlich. Okay, scheinbar brauche ich doch die Fähigkeit für Gate. Gate, du musst doch mal treffen. Ja, du musst gar nichts, das ist mir schon klar. Es ist einfach nur, bitte triff. Das ist einfach wichtig. Da hinten sind auch noch scheiß Gegner. Okay. Sie können betäuben. Das heißt, du... Gate, weil du eh nicht triffst, machst das hier. Und Wayne versucht... Nein, Wayne muss auf jeden Fall treffen. Mach ihm mal den... Der Hintergrund sind noch scheiß Viecher. Sie kommen näher. Sie wollen unbedingt treten. Wayne, du schaffst das. Bam. So. Gate. Und Vergiftung kommt jetzt auch noch ins Spiel. Yippie-ki-yay, Schweinebacke.
Ich glaube, ich brauche die Rüstung. Das wird sonst zu hart. Na, wenigstens etwas. Abgewehrt, natürlich abgewehrt. Was war das denn? Synchron angreifen mit dem Bogen in Nahkampf. Oh nein, bitte schlag mich nicht mit deinem Bogen. Elite-Dinger. Und wir... Wirklich, Gate, du kannst gar nichts. Ich hab dich gerade zum Meisterspeermacher gemacht. Meisterspeer. Ja, du, dir geht's nicht gut hier. Trink. Es war dumm, weil es bestimmt gleich wieder... Ne? Triff mal jetzt. Siehst du, wenn er trifft, dann... Ordentlich. Ja. 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 Ja, Gate, ganz ruhig. So. Trotzdem werde ich es wohl noch schaffen. Die gehen gleich ein Level höher, ich weiß, aber wer weiß, was uns noch erwartet. Du darfst hier von einem trinken. Dann speichere ich. Das ist faszinierend jetzt aber. Ich weiß doch schon, wie es bei der Ebene weitergeht. Achso, warte. I feel stronger. Seeing something. Oh. Ah, wie cool. Ein Zauberer. Dann hat er. Jess hat das gesehen. Also darf Jess das auch aufmachen. Cool. Und wir haben Magie aufheben schon wieder. Aber ein junger Stab, den ich gleich angucken kann. Gucken wir doch gleich mal, ob das was für dich ist. Erstmal kommt der ganze Scheiß hier weg. Nicht Scheiß, Entschuldigung. Der ist gut. Es ist nämlich gut zu verkaufen. Es ist einfach nur gerade etwas, was ich nicht brauche. Minotaurin hat 4 Rüstung. So. Luftabweisender junger Stab des Luftgelehrten. Das hört sich super an. Luftmagie plus. Das brauchst du gar nicht. Mana-Maximum geht damit runter. Der Widerstand ist gut. Der Angriff, aber das Mana-Maximum ist ein bisschen besser beim Levelaufstieg. Das ist ein Zauberer mehr. Daher wird das nie irgendjemand brauchen. Weg damit. Oh, apropos. Müsst ihr nicht genug Level haben? Oh, ja. Plus 14 Rüstungswert. Oh mein Gott. Er ist, glaube ich, der am besten... Nein. Neben Wayne am besten gerüstet ist. Wow. Okay. 2 auf Wahrnehmung. Du musst einfach mal treffen. Ein auf Glück. Und sonst macht Gate eigentlich nichts. Eigentlich könnte er aber da mal Magie benutzen bei sowas. Das ist echt schlimm. Und naja, getroffen wird er ja nicht. Das ist also... Vitalität braucht er eigentlich nicht. Obwohl 20 natürlich besser aussieht. Aber nein, wenn er... Nochmal Wahrnehmung. Einfach nur... Wenn das wirklich das ist, dann... Okay. Dann wollen wir mal gucken, was dahinter ist.